Verkäufer Yannick Lüe aus Rheinfeld möchte im Rahmen der beliebten ZDF-Trödelshow einen einzigartigen Trinkbecher zet uw geld machen, der IHM einst von seinem Großonkel vererbt worden war. Als Horst Lichter, 62, das Gefäß zum ersten Mal sieht, ist er so perplex, dass er glatt die Begrüßung vergisst. Ich bin verwirrt, biebt der Moderator offen zet u. Anstatt wo habe er eigentlich hallo sa Grund für den Fupas ist die animalische Optik des Mitbringsels, denn dieses sieht tatsächlich aus wie ein Wildschwein. Experte Wendela Horst, 54, dosiert, dass es sich dabei einen sogenannten Sturzbecher aus dem 19. Jahrhundert handelt. Hinstellen lässt sich das Gefäß nicht. Es wurde vor allem während der Jagd zwischen den Jägern, hochzet u Ross herumgereicht und ausschließlich in der linkerhand gehalten. Aber warum? Horst liefert die passende Erklärung, en mit der linke wird gesoffen, en mit der rechte wird geschossen. Yannick erhofft sich 400 euro für sein Erbstück. Die Experte bewertet den Zustand trotz der äußerlichen Verschmutzung als gut. Offenbar het zich die Wildsau des Öfteren im Dreck gesult. Den Schadsprijs taxiert sie auf 800 bis 1000. Doch wie komt er aus bronzen gegossene Tierkopf en mit dem vergoldeten Messingbecher bei den Händlern an? Immerhin haben diese bei Beersführer immer noch das letzte Wort. Bereits bei 360 euro geraten die Verhandlungen in Stocken. Erst nachdem Yannick die Expertise nennt, nehmen die Gebot wieder an Fahrt auf. Plötzlich entbrennt ein regelrechter Bieterkrieg zwischen Daniel Meyer, 50, und Friedrich Hauser, eines letzterer erhält für satte 1200 euro schließlich den Zuschlag für den Keilerkopf. Der Verkäufer ist hochzufrieden und Händler Julian Schmitz Avila, 37, scherzt zum Abschluss, Friedrich, du bist der starkste Keiler im Tresen.